Hallo und herzlich willkommen auf DPRN Games und willkommen wieder zurück zu einem Rage-Video. Heute rege ich mich ein bisschen über Destiny auf. Rest of Iron ist ja am Dienstag erschienen. Alles ganz geil. Story ein bisschen kurz, aber dazu in einem anderen Video später mehr. Und ja, was macht man so in Destiny, wenn man die Story durch hat? Ja, man erledigt Quests. Ja, war auch schon alles in einem Tag durch. Ja, ein bisschen kurz. Ja. Was macht man noch? Genau. Strikes. Strike-Playlist machen. Die höchste, die es gibt. Gibt ein paar neue Strikes. Richtig geil. Sieverkrise nennt sich das Ganze. Alles überarbeitete Strikes, die ein bisschen, die neu designt wurden. Mit vielen verschiedenen Gegnertypen und vielen verschiedenen Gegnervarianten. Und ja, und Modifikationen, die das ganze Spiel zerstören. Und zwar richtig. Bei den heroischen Strikes ist es so, dass immer, genauso wie in der Dämmerung, Elemente aktiv sind, die das ganze Spiel erschweren. Zusätzlich sind die Gegner noch ein bisschen anders positioniert. Und wir haben heute, beziehungsweise diese Woche, Arcus im Flammen aktiv. Arcus im Flammen heißt folgendes, laut offizieller Beschreibung. Arcus Schaden aus beliebigen Quellen ist deutlich erhöht. Das heißt, wenn du von etwas, das Arcus Schaden verursacht, getroffen wirst, bist du also innerhalb von 2 Schüssen down. Das zum Beispiel macht gerade die Dämmerung kaputt. Den Dämmerungsstrike, der das elende Auge, also den neuen Strike hat, macht's total kaputt, denn ja, du kommst sogar solo ganz gut durch. Nur beim Endboss wird's dann schwer. Warum? Na, ganz einfach. Arcus-Schaden. Vor allen Dingen von den Säbern. Nicht Säbern, Schweber. Wir befinden uns nur gerade im Säber-Strike, weil ich den exemplarisch dafür jetzt benutzt habe. Die Schweber machen das komplett zunichte. Und zwar richtig hart. Die kommen circa, wenn der Boss gegen Hälfte down ist, dann kommen Schweber. Und die Schweber machen folgendes. Pum, pum, du bist tot. Und die kommen von oben. Die kommen nicht von der Seite, von der Tür aus oder so. Nein, die kommen von oben. Und man kann nicht so wirklich einschätzen, wie und wo die jetzt kommen. Die haben natürlich festgelegte Punkte, klar. Nur so wirklich schnell kann man das nicht machen. Und du bist halt, wie gesagt, in 2 Schüssen down. Und dann ist dein gesamtes Squad down. Wenn sie nicht schon eh von dem Ogre oder von dem Priester umgebracht wurden. Also, du hast also eine extrem geringe Chance, das überhaupt zu schaffen. Ich kenne keinen, der irgendwie das geschafft hat. Der die Dämmerung geschafft hat, ohne dass er, also generell, dass er die Dämmerung geschafft hat. So, das kotzt einen halt an. Und selbst die normalen heroischen Strikes, die sind so vollkommen für den Arsch. Eben wegen Arcus. Und ratet mal, was die meisten Gegner in Destiny für einen elementarischen Schaden haben. Richtig, Arcus-Schaden. Ja, die benutzen Arcus-Schaden. Wieso zum Fick tut ihr dann so eine Scheiße programmieren, Bungie? Ganz ehrlich, das ist vollkommen für den Arsch. Weißt du, das ist, man kann diese Modifikation ja einbringen. Ist ja kein Problem. Auch hier zum Beispiel Jongleur ist in dieser Woche noch aktiv. Das heißt, dass nur Waffenlieferungen gedroppt werden für Waffen, die du nicht in der Hand hältst. Und da du die ganze Zeit mit Premiere meistens rumläufst, ist das natürlich logisch, dass da keine Premiere rumläuft. Das heißt, du musst zwischendurch auch mal wechseln, andere Leute mit anderen Waffen töten. Ist vollkommen geil, mag ich total, ist cool. Nur sind dann die Gegner und alles so platziert, dass es vollkommen für den Arsch ist und dass du dauernd stirbst, wie gerade zu sehen. Wie im gefallenen Säberstrike. Und der gefallene Säberstrike ist vollkommen für den Arsch, vor allen Dingen diese Stelle. Da kommen die ganze Zeit Blitze. Du wirst von denen getroffen und bist instant tot. Okay, nicht fast, du bist fast instant tot. Aber da dieses Schaden über Zeit verursacht, bist du halt instant tot, wenn du einmal getroffen wirst.
Da kannst du nicht gegen machen. Du kannst deinen Fokus noch so sehr auf Rüstung und Erholung skillen, wie du möchtest. Du bist gearscht. Du bist schon Arsch. Und dann kommen wir zum Beispiel hier im gefallenen Seeperstrike, kommen dann noch Sprenger oder andere Schweber, die dich dann umnieten. Das ist vollkommen für Arsch. Einfach für Arsch. Das ist so overpowered, dass man es nicht schafft, einen Strike durchzuspielen, ohne dass das gesamte Squad einmal in der Runde stirbt. Spätestens bei Endbossen. Ich habe selbst mit einer Party, mit Leuten, die ich gut kenne, gespielt. Weißt du, was passiert ist? Richtig! Wir sind alle gestorben, weil Arkus im Flammen aktiv war. Wie erwähnt, es ist einfach overpowered gestaltet. Bungie muss da unbedingt patchen, dass das besser wird, weil ich persönlich habe keine Lust, ständig umgebracht zu werden und mit gut Glück durchzukommen. Normalerweise dauert, wenn du einen Strike machst, dauert das, bis du beim Endboss bist, 10, 15 Minuten und der Endboss muss dann nochmal 5 Minuten, 5, maximal 10 Minuten und dann ist das alles erledigt. Aber dieses Mal brauchst du eine halbe Stunde. Warum? Weil dein gesamtes Squad immer und immer und immer und immer wieder stirbt. Immer. Ist scheißegal. Scheißegal, wie gut dein Squad ist. Scheißegal, wie hoch das Lichtlevel ist. Arkus-Schaden ist aktiv. Ja. Und deswegen verkacken immer alle. Also, es ist einfach vollkommen von Arsch. Es gibt zum Beispiel den überarbeiteten Forgotten Strike. Ich hoffe, der wird so ausgesprochen. Also der mit dem Oger am Ende, wo du am Anfang ein Gebiet vom vorliegenden Kelch da den Oger umbringst. Der gibt es in eine Variante. Und zwar mit der neuen gefallenen Klasse, den Splicern. Diese benutzen fast ausschließlich nur Arkus. So, und jetzt ratet mal, wie viele Male ich durchgehalten habe, bis ich aufgegeben habe. Was ich normalerweise nie tue. Richtig. 30. Ich habe 30 Mal versucht, dort mit dem Squad, das ich hatte, durchzukommen. Wir haben uns dann hinterher gesagt, so, okay, nee, Leute, das hat keinen Zweck, das hat keinen Sinn. Es ist einfach viel, viel zu overpowered gemacht. Die Gegnerplatzierung ist für den Arsch, alles ist eigentlich für den Arsch. Wirklich. Alles. Alles an der neuen Sieber-Playlist ist für den Arsch. Vor allen Dingen auch hier das mit den Skelettschlüsseln. Aber dazu werde ich in einem anderen Video später mich noch ein bisschen auslassen. Ob es ein Rage-Video wird, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, was ich jetzt gleich essen werde. Deswegen würde ich sagen, wir beenden den Scheiß an dieser Stelle. Ihr habt anhand dieses Strikes genug gesehen, was mich daran ankotzt. Ich habe genug erzählt, was mich daran ankotzt. Und zum Glück sind wir hier jetzt endlich mal durchgekommen. Aber ratet mal, was gleich passiert. Genau, wir sterben allesamt. Warum? Nun ja, Arkus-Schaden ist aktiv. Oh! Der Besessene hat eine Arkus-Waffe. Wir sterben alle. Weil er uns nach zwei Schüssen umbringt. Das ist schade. Oh, ja. Ich verpiss mich heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen besseren Tag als mir. Bis dahin. Ciao.